Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ja, wir sind live. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Vergessen Sie Mittagsmagazin, ist immer meine Rede. Hier erfahren Sie das, was wirklich gespielt wird. Bevor ich unseren Interviewgast begrüße, Sie haben es gelesen, es ist Nicole Höst. Ich weiß, viele von Ihnen, Tausende oder Hunderttausende von Menschen kennen Sie und Sie sind auch immer wieder begeistert über die Interviews, habe ich doch einen kurzen Text, den ich Ihnen gerne unterbreiten würde. Du lebst in der Bundesrepublik 2022, wenn Russland zum absoluten Bösen erklärt wird. Ich bin nicht jetzt unbedingt ein Putin-Freund, aber wir müssen natürlich auch mal die Interessen von Russland betrachten. Kinder mit Ratten gleichgesetzt werden, Ungeimpfte zu Untermenschen degradiert werden, Kritiker allesamt Nazis sind, wird der Bürger unbequem, ist er auch gleich rechtsextrem, Männer durch ein Kleid zur Frau werden können und das Nennen von Fakten zur Hetze wird. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Und dagegen opponieren wir, weil wir sagen, das kann nicht sein. Wir wollen doch wieder etwas verkörpern, das mit Herz und Verstand zu tun hat. Und deshalb begrüßen Sie mit mir Nicole Höst, Mitglied des Deutschen Bundestages. Frau Höst, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Herzlichen Dank, Herr Weber, für die Einladung. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bei den Zuschauern bedanken für das reichliche Einschalten und vor allen Dingen auch für die vielen Zuschriften, die mich im Büro Berlin erreicht haben. Also danke auf diesem Wege. Ich würde ja antworten, wenn die Adressen mitgesendet würden. Also nochmal vielen, vielen Dank für diese viele Zustimmung und Ermunterung weiterzumachen. Frau Höst, Sie sprechen vom Sargnagel Regenbogen Deutschlands. Das sollten wir doch den Zuschauern bitte näher erläutern. Ja, also wir stellen, glaube ich, alle fest, dass nichts mehr in der richtigen Reihenfolge priorisiert wird, dass wir Minister haben und vor allen Dingen Ministerinnen, die völlig deplatziert sind auf ihrem Posten und dass wir im Grunde genommen uns von morgens bis abends mit einer Baustelle beschäftigen müssen, die auf den ersten Blick sehr lächerlich daherkommt, nämlich dem Gendern und mit der Thematik, wer ist jetzt nun eine Frau und wer ist jetzt nun ein Mann und wie kann man die gleichstellen und so weiter. Ich denke, da hat man hier in Deutschland und auch weltweit wahrscheinlich viel zu viele Jahre darüber gelacht. Und während wir uns hier darüber streiten, was denn jetzt die bessere Gesellschaft ist, führt im Vordergrund und Hintergrund ja, die Presse uns im Prinzip, wie Sie eingangs gesagt haben, Herr Weber, zum Russlandhass, mit dieser Kriegstreiber-Rhetorik in womöglich in den nächsten Krieg, was wir alle hoffentlich nicht erleben müssen. Hoffentlich findet das nicht statt. Aber nochmal zurück zu dieser anderen Baustelle, dem Gendern und der, wie soll ich das nennen, mit der Dekonstruktion unserer Gesellschaft. Da müssen wir jetzt endlich uns wehren. Ansonsten haben wir bald nicht mehr Mutter und Vater, sondern nur noch Eltern. Die dürfen nicht mehr Mutter und Vater genannt werden, habe ich gelesen, weil es ja Kinder gibt, die eben nicht Mama und Papa haben. Und damit die nicht benachteiligt seien, dürfen Kinder, die Mama und Papa haben, diese nicht mehr so nennen. Und im Grunde genommen, wer ist denn Mama und wer ist denn Papa? Und diese ganzen Überlegungen führen dazu, dass ich nur noch wirklich zu dem Schluss kommen konnte, dieses Gendern, diese ganze Geschichte, die da abläuft, ist der Sargnagel Deutschlands. Nun gab es ja auch einen Grund im Bundestag. Und liebe Zuschauer, wir werden heute noch, wir zeichnen das auf, ein Interview mit Beatrice von Storch führen. Sie war Stein des Anstoßes. Da ging es um den Bundestagsabgeordneten, ich weigere mich auch zu sagen, Frau Ganzerer. Für mich ist jemand überhaupt keine Frage, wenn er die gesetzliche Legitimation, wenn er medizinisch sich das vollziehen lässt, gesetzliche Legitimation, das heißt also von Psychologen und vor einem Richter und dann wird er als Frau anerkannt. Aber wenn es einem letztlich eine Anerkenntnis ist, die auf falschen Tatsachen beruht, Martin Ganzerer ist Bundestagsabgeordneter, nennt sich jetzt Tessa Ganzerer, besetzt einen Frauenplatz, und hat so obstruse Überschriften wie ein Penis ist per se kein männliches Geschlechtsteil. Na gut, das sind nachher schon Überlegungen. Da kann ich nur sagen, die Welt schüttelt den Kopf über uns. Jedenfalls diejenigen, die andere Herausforderungen haben, als wir das offensichtlich zu scheinen zu haben.
Also Stein des Anstoßes war Frau von Storch. Vielleicht sollten Sie kurz mal darüber berichten, was dort los war. Gibt ja auch nun ein die Emma, die sich auch darüber jetzt Gedanken macht und sogar Klage erheben will, dass ein Mann einen Frauenquotenplatz besetzt. Ja, da haben Sie ja recht. Und Frau von Storch hatte sehr, sehr recht mit allem, was sie gesagt hat anlässlich des Weltfrauentages in ihrer dreiminütigen Rede. Und sie hat mit Fakten die Ideologie und den Hass und die Hetze der Grünen, da verkörpert durch den Widerspruch von Frau Hasselmann, prächtig herausgefordert. Frau von Storch hat nämlich sich getraut zu sagen, dass Herr Ganserer, Herr Markus Ganserer, biologisch, weil völlig intakt und nicht mit weiblichen Geschlechtsteilen ausgestattet, sondern stattdessen Vater zweier Kinder, wohl noch sein Gemächt hat, so weiß es die Emma. Ich, so genau will ich das gar nicht wissen, Herr Weber. Aber auch juristisch sei Herr Ganserer immer noch ein Mann, weil er sich nach dem Personenstandsgesetz, was ja noch gültig ist, nicht hat umeintragen lassen. Also sein Eintrag ist tatsächlich noch Herr Markus Ganserer. Und Frau Hasselmann ist im üblichen grünen moralischen Duktus aufgesprungen. Da gab es noch die Szenerie, dass Frau Göring-Eckardt, die da die Vizepräsidentin war, kein Erlaubnis zu einer Zwischenintervention erteilt hat, sondern im Grunde genommen sie einfach nur drangenommen hat, wie bei jeder anderen Sitzung, die man so kennt. Und Frau Hasselmann, oh, Hass und Hetze und weiß da gar nicht, menschenverachtend und so weiter. Also ich glaube, noch deutlicher konnte man die Argumentationslosigkeit der Grünen überhaupt nicht machen. Zumal Frau von Storch ganz deutlich gemacht hat, was sie davon hält, dass eben diese Feministinnen aus der Emma-Ecke, echte Feministinnen, die sich anscheinend auch noch für biologische Frauen und deren Gleichstellung einsetzen, angemahnt haben, dass es doch nicht sein kann, dass diese Person auf einem Frauenquotenplatz sitzt. Also man kann ja von der Frauenquote halten, was man will, aber wenn die Grünen das innerparteilich so einführen, dann ist das doch ein Hohn, wenn dann plötzlich ein Mann mit Perücke und Kleid und anderen typisch weiblichen Attributen ausgestattet als Klischeefrau auf diesem Platz dann sitzt und das also in Ordnung sein soll. Also im Grunde genommen ist jetzt endlich mal das passiert, was ich schon lange hoffe, nämlich dass innerhalb der Grünen die eigene Ideologie auch kontestiert wird, dass man anfängt zu streiten über die Konsequenzen, die diese Ponyhof-Mentalität, diese Pipi-Langstrumpf-Mentalität eben mit sich bringt. Wie bitte, bitte, mache ich mir die Welt, wie sie mir gefällt? Funktioniert vielleicht für den Moment, aber wenn man dann plötzlich die Konsequenzen anschauen muss, und die Konsequenzen sind ja nun, wir erkennen eine Frau Sternchen an und stellen diese Anerkennung von den Grünen über Biologie, Recht und Gesetz. Und jetzt Achtung, da kommen andere Grüne und sagen, nee, das geht nicht, weil diese Person kann ja dann auch theoretisch und ganz praktisch, wie wir am Fall Ganserer sehen, ja, auf einen Frauenquotenplatz. Und da gibt es jetzt intern Streit. Also herzlichen Glückwunsch, liebe Grüne, ihr seid jetzt in der Realität ein Stück weit angekommen, was diese ganze Gleichstellung und dieser Wahnwitz anbetrifft, dass jeder sich aussuchen kann, was er will und das Recht, dem zu folgen hat, stößt jetzt endlich, endlich, endlich an eine Grenze. Ich darf die Zuschauer informieren, Wikipedia, da heißt es, Ganserer gab 2019 bekannt, künftig als Frau unter dem Namen Tessa zu leben. Sie war ja Landtagsabgeordnete oder er war Landtagsabgeordneter im Bayerischen Landtag. Die Landtagspräsidentin Ilse Aigner erklärte dazu, dass sie Ganserer unabhängig vom rechtlichen Status als Frau behandeln würde. Jetzt kommt's. In danach folgenden Landtagssitzung am 23. Januar informierte Aigner im Plenum die Abgeordneten über die Änderung und bat sehr darum, Frau Ganserer im persönlichen Gespräch als Frau anzusprechen. Ich bin die Petra. So, ja, anzusprechen. Ich kann darüber bloß noch anzusprechen. Schreiben sollen an Markus Ganserer, in Klammern Tessa Ganserer, adressiert werden, wobei die explizite Anrede Herr nicht angezeigt ist. Aigner berief sich darauf, dass noch rechtliche Notwendigkeiten zu berücksichtigen seien, über die wir uns nicht hinwegsetzen könnten. Die notwendigen rechtlichen Schritte
zur Änderung des Personenstands habe Ganserer bereits eingeleitet. So, das vorgeschlagene Vorgehen sei im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Aber Herr Ganserer hat es nie gemacht. Im August 2019 erklärte Ganserer, dass sie sich im transsexuellen Gesetz festgelegten weiteren Verfahren für rechtliche Namensänderung und für die Personenstandsänderung verweigern werde. Ich werde mich nicht vor einem Richter stellen und um intimste Fragen zu meinen frühkindlichen Erlebnissen, meinen sexuellen Präferenzen und Partnerinnen gefallen zu lassen, damit er für den Staat entscheiden kann, dass ich Frau bin, die ich schon immer war. Das heißt also, er war schon immer eine Frau, hat zwei Kinder. Das hat natürlich ein biologisches Novum, das muss man so sagen. Das heißt also, wir haben ja einen Status, der überhaupt auf keiner Rechtsgrundlage basiert. Und hier sprechen Gerichte, hier sprechen Medien gesagt, das ist Frau Ganserer. Das ist doch eigentlich ein Novum und ein völliges Absurdum in der Legitimation dessen, was ich bin. Vielleicht erklären Sie mal den Zuschauern, was es bedeutet, dessen, was die Grünen umsetzen müssen. Wir haben schon Sendungen davon gemacht, aber es erscheint mir wichtig zu zeigen, wo sie hinwollen, dass bereits Kinder, Heranwachsende, dann mit 14 Jahren über ihr Geschlecht entscheiden können, welche Beratungsstellen sind notwendig und welche Schritte sind dann notwendig. Ja, dazu komme ich sofort. Ich muss nur noch anfügen, dass es mir eine heidene Angst macht, dass der Deutsche Bundestag in vorauseilendem Gehorsam Herrn Ganserer nun als Frau Ganserer fühlt, ohne jegliche rechtliche Legitimation. Das kann einem schon Angst machen, wenn man annimmt, dass wir in einem Rechtsstaat leben, muss man sich unweigerlich fragen, hey, wie kann das denn sein? Wie kann so etwas sein? Und was mir noch wirklich zu denken gegeben hat, ist, dass alle anderen Fraktionen es richtig fanden, was Frau Hasselmann da ausgeführt hat an Hass und Hetze und Menschenverachtung und so weiter. Die haben das beklatscht und somit eben auch alle gezeigt, dass sie zustimmen, dass grüne Ideologie über Recht und Gesetz und Biologie stellt. Und also, ja, dementsprechend wollte ich da Frage. Ja. Mir kommt es so vor, so wie bei Greenpeace. Die Wirtschaftswoche schreibt es über Greenpeace, alle Firmenchefs haben Angst, nur ansatzweise ins Visier von Greenpeace zu kommen. Sehen Sie es hier genauso, dass hier die Herrschaften nichts in der Hose haben, um zu sagen, Moment mal, meine Meinung ist ja eigentlich eine andere. Ich denke hier zum Beispiel nur an den Bundesjustizminister Buschmann von der FDP, was ja völlig abwegig ist, diese Akzeptanz zu geben. Hier Markus Ganserer gab ein Interview in der Süddeutschen, an zwei Tagen im Monat möchte er ein Mann sein. Das heißt also, diese Bestimmungsformen, fehlt denen der Mut, haben die Angst, ins Visier der rot-grünen Presse zu geraten? Ich vergleiche es deshalb mit Greenpeace, weil viele Firmenchefs, die ich nun kenne, und auch Wirtschaftsvertreter, die sagen, also eigentlich ist das ein Wahnsinn, was die da veranstalten, oder dass die Jennifer Morgan jetzt ins Ministerium kommt, aber ganz so laut will ich nicht werden, ich will nicht in den Fokus von Greenpeace kommen. Haben Kolleginnen und Kollegen Angst, obwohl sie eine andere Meinung haben, da sagen, bloß nicht in die Fänge der rot-grünen Presse zu kommen? Also die Annahme liegt einfach nahe, das stimmt schon. Darüber lässt sich trefflich spekulieren. Zum einen kommt sicherlich das auch in Betracht, was Sie eingangs erwähnt haben, dass wenn es von der AfD kommt, kann es nur schlecht sein, auch wenn es die Wahrheit ist. Und ich bin 2015 in die Partei eingetreten mit Mut zur Wahrheit. Und wenn wir einfach Biologismen haben und wir anschauen, was auch juristisch Faktum ist in Deutschland, dann darf man das sagen. Und zwar ganz egal, was diese ganze bunte Lobby anschließend über einen schreibt oder losbricht und so weiter. Nur den Mut haben nicht so viele, den scheinen nur noch wir zu haben. Aber um darauf zurückzukommen, was Sie mich gefragt haben mit der Umänderung per Sprechakt von Jugendlichen, darüber haben wir tatsächlich schon mehrfach auch gesprochen. Das finde ich ein Verbrechen, dass das möglich gemacht werden soll. Ein junger Mensch mit 14 Jahren soll sich ohne Beratung und Beisein, Zutun, Erlaubnis der Eltern auf dem Amt per Sprechakt zu einem anderen Geschlecht erklären können. Und alleine schon das Alter, 14 Jahre, lässt darauf schließen, dass wir es mit noch nicht gefestigten, eher fragilen Persönlichkeiten zu tun haben könnten,
die ihre Anpassungsschwierigkeiten an ihren neuen Körper, da passiert so viel in der Pubertät oder auch mit dem, wie sie plötzlich in der Gesellschaft stehen, nicht zurechtkommen und anfangen müssen, sich zu überlegen, wie ist meine Stellung in der Gesellschaft, und falsch beraten. Und das ist der Skandal. Kommen solche Kinder und Jugendliche zu dem Schluss, sie müssen ja im falschen Körper stecken. Und das macht mich unendlich traurig, weil wir sehr viele von diesen Änderungen in den letzten Jahren gesehen haben, vor allen Dingen bei jungen Mädchen, von Frau zu Mann, Transitionen, die vielfach, also diese Mädchen sind schon in Organisationen und Vereinen nun betreut, die sich mit Detransition beschäftigen, und sie sagen einfach, dass sie viel zu jung die verkehrte Entscheidung getroffen haben, dass sie falsch beraten worden sind und dass sie davon abraten, solche Schritte zu früh zu vollziehen. Und gerade, dass die Eltern da rausgelassen werden, die ihr Kind ja meistens am allerbesten kennen, das ist ein handfester Skandal. Sehen Sie darin eine gewisse Methode? Wir haben ja immer wieder erlebt, gerade in den 70er und 80er Jahren, von den Grünen, vom Kommune-Denken. Nun sitzen ja auch Leute im Europaparlament, die sich seinerzeit doch hier für mein Dafürhalten schuldig gemacht haben, sich an Kindern zu vergehen, Sexualität mit Kindern. Sehen Sie eine gewisse Methodik, und dass eigentlich das jetzt, gerade weil wir immer drüber gelacht haben, dass jetzt langsam, und nicht nur langsam, dass es ernst wird, um dass Menschen aufstehen sollten und Politiker ihr Votum ernst nehmen sollten, um zu sagen, Moment mal, hier läuft ja nun einiges aus den Gleisen. Und das ist so eine Situation, wenn man das mal zurückverfolgt. Nun war ja die sexuelle Selbstbestimmung, der Umgang mit Kindern, mit sexuellen Handlungen, das hatten wir ja schon mal. Und das, was das Thema Pädophilität angeht, da hatten ja die Grünen auch nun nicht unbedingt ihre Hände in Unschuld gewaschen. Sehen Sie, dass jetzt, weil die Leute in Schlüsselpositionen sitzen, dass es jetzt umgesetzt wird mit Hilfe der Presse und mit Hilfe von feigen Politikern? Ja, das sehe ich tatsächlich als großes Problem, dass jetzt hier Belange einer wirklich erklärten Minderheit im Promillenbereich betrifft, die Gender Dysphoria, diese Konstellation geistig-körperlich nicht zusammengefunden zu haben und das Bedürfnis, sich tatsächlich in einen anderen Körper zu wünschen. Das betrifft ein Promille, also im Promillebereich die Bevölkerung. Und wir bringen aber diese Ideologie, dass man sich angeblich aussuchen könnte, in welchem Körper man sein möchte, schon in der Kita an die Kinder. Böse Zungen sagen, da soll Nachwuchs hergestellt werden für diese komische Ideologie. Weniger böse Zungen sagen einfach, dass dort eine hochgradige Sexualisierung des Lebens schon in der Kita stattfindet und im Grunde genommen sich Kinder schon von frühesten Kindesbeinen an täglich damit befassen sollen, wer oder was sie sind, ob sie Männlein oder Weiblein sind, welche sexuellen Vorlieben sie haben, was am besten ihnen gefällt, wenn sie sich selbst anfassen und so weiter. Für uns, also für normal tickende Leute, klingt das schon ziemlich pervers, das weiß ich, aber genau diese Programme sollen unter dem Deckmäntelchen der Frühaufklärung schon an die Kinder gebracht werden. Und das, sowas führt natürlich auch zu sowas, wenn ich mich den ganzen Tag damit beschäftige, irgendwann wer oder was ich bin, ob ich Männlein oder Weiblein bin, dann habe ich als Teenager, der nicht gut mit sich zurechtkommt, womöglich den Reflex, naja, jetzt werde ich so beraten, vielleicht ist das die Lösung all meiner Probleme. Und jetzt muss ich nochmal von der anderen Seite argumentieren. Also ich kenne ja tatsächlich sehr eine große Bandbreite von Männern, die Frauen geworden sind, aus tiefster Überzeugung, jenseits der 50 oder jenseits der 60 sogar, die ihr ganzes Leben überlegt haben, ob das wohl der richtige Schritt sei. Und diese Transition eben auch andersherum, überzeugte Frauen, die Männer geworden sind, die auch ihr ganzes Leben lang zu tun hatten mit dieser Entscheidung, ob das denn alles so richtig sei. Und die warnen ganz eindrucksvoll davor,
Kinder in der Art und Weise zu verunsichern und zu diesem Selbstverstümmelungsakt zu treiben in viel zu jungen Jahren. Natürlich hat das den Vorteil, wenn man die Bunt-Grünen hört, dass natürlich der Bartwuchs noch nicht so da ist und so weiter. Also es hätte einiges an Vorteil, dass man dann auch eher aussieht wie eine Frau, wenn man nur früh genug diese Transition wagt. Was aber zu kurz kommt, ist eben, dass wirklich irreversible Veränderungen am Körper stattfinden, die womöglich zeitlebens gesundheitliche Beeinträchtigungen mit sich bringen. Auch die Hormonbehandlungen sind nicht ohne. Und sie sind vor allen Dingen eins, irreversibel. Wenn das die falsche Entscheidung war, die man nicht lang genug überlegt hat, dann ist das eine Geißel für den Rest des Lebens, physisch wie psychisch. Und das dürfen wir so nicht tun. Erkennen Sie daran ein Weg, der das klassische Familienbild zerstören will? Das klassische Familienbild kommt ja aus einer inneren Stärke heraus. Die klassische Familie, ich kenne es noch aus meinen Jahrgängen, da war man mit den Großeltern, man hat sich um die Großeltern gekümmert. Ich kenne noch die Großküchen, wo man gefrühstückt hat, wo man zusammensaß, wo man sich ausgetauscht hat, wo noch ein Schwarz-Weiß-Fernseher war, dann gab es erstes und zweites Fernsehen. Und dann war das Thema Internet, das Thema soziale Medien war natürlich damals überhaupt noch nicht andenkenswert. Sehen Sie, dass das klassische Familienbild kaputt gemacht wird? Denn, Frau Höst, das klassische Familienbild gibt ja eine Stärke, gibt ja Selbstbewusstsein zum selber Denken. So bin ich erzogen, deshalb habe ich auch Hallo Meinung gegründet, deshalb bin ich auch Unternehmer geworden, weil ich selbst und ständig sein wollte, selber mich verwirklichen wollte. Sehen Sie eine Art der Infiltrierung, dass man sagt, damit können wir unseren Einfluss stärken? Ich komme gleich zu dem Querbeauftragten, zu dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundesfamilienministerium, zu Sven Lehmann. Aber ist es der Weg dorthin, dass man sagt, damit entkräften wir letztlich die Stärke der Familie, wir zerstören das Familienbild? Wer über das Familienbild spricht, ist ein alter weißer Mann, der eigentlich in dieser neuen Welt nichts mehr verloren hat. Und das sagen Leute, die in ihrem Leben in aller Hinsicht noch nichts erreicht haben. Entweder arbeiten sie irgendwo, will ich mich jetzt nicht näher auslassen, aber ich erlebe das selber bei den Grünen, wo man immer wieder erlebt, mein Gott, da sind Leute, die im Leben noch nichts bewegt haben, aber reißen den Mund auf, wollen Berge versetzen, schaffen es aber noch nicht mal, ein junges Bäumchen zu verpflanzen. Ja, das ist eine ganz, ganz komplexe Materie, die schon seit vielen, vielen Jahren läuft. Ich denke, dass der erste Schritt zur Zerstörung der Familie eingeleitet wurde, indem man die Familie der Familie, nämlich das Volk eines Landes, hier in diesem Falle Deutschland, angefangen hat zu dekonstruieren. Also wir haben ja viele, viele Zuwanderer aus vielen, vielen Herrenländern, die natürlich nach unserem Recht und Gesetz auch alle deutsch werden können. Und somit haben damals mit der Änderung, Rot-Grün war das auch, der doppelten Staatsbürgerschaft, ist der Grundpfeiler gelegt worden, die Familie, die der Familie auseinanderzubringen. Auch durch Parallelgesellschaften. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, nämlich jetzt haben auch seit vielen Jahrzehnten Kinder schon gelernt, dass man als Senior, wenn man nicht mehr kann, automatisch ins Pflegeheim, ins Seniorenheim, in die Seniorenresidenz geht. Es sind die Großeltern losgelöst worden von den Familien, auch durch die Mobilität, die sehr nachgefragt und nachgesucht war. Man hat erwartet von Arbeitnehmern, dass sie über viele Bundesländer hinweg oder selbst in Europa ihren Standort ändern. Und die Kinder erlebten, dass sie keine Großeltern haben. Auch ich war ein Kindergartenkind und das ist mit Sicherheit nicht alles nur schlecht, aber die Kinder lernen auch seit vielen Jahrzehnten, dass sie als Kinder frühkindlich sich von ihren Eltern trennen und auch eigentlich keine Eltern mehr haben. Und jetzt sind wir in dem Stadium, wo wir die Kinder von den Eltern und von den Großeltern abgekoppelt haben. Und der Traum von Olaf Scholz, damals hatte er noch einen anderen Beruf, nämlich die Hoheit über Kinderbetten haben zu können. Das lebt jetzt die Frau Faeser aus, die in den Kindergarten hineingeht, um dort Kinder frühestmöglich zu indoktrinieren, in dem Fall zunächst mal im Kampf gegen rechts. Frau Giffey hat das schon im Zusammenhang mit Buntisierung, also mit Regenbogen, trefflich getan.
Ja, das ist das, was grün und roter Sozialismus für die Menschen tun. Er zerstört die Familien. Das läuft heimlich, mehr oder weniger öffentlich, merklich seit Jahrzehnten. Und wenn wir uns jetzt nicht dessen besinnen, was Familien eben für die Gesellschaft bedeuten, nämlich die tragenden Säulen, dann haben wir hier ein großes Problem. Dann sind wir nämlich ganz alleine vor dem immer mächtiger werdenden Staat. Und ob das so gut ist, da mache ich mal ein fettes Fragezeichen. Das lässt sich sicherlich relativ schnell beantworten. Nein. Und ich sage nochmal, ich bin ein Mann der klaren Worte. Jeder Politiker, jede Politikerin, die das nicht erkennt und nicht hier einen Diskussionsbedarf sieht, ist feige. Und das haben wir bei uns, das haben wir bei Bürgermeistern, das haben wir in den Gemeinderäten. Dort sitzen feige Leute, die zwar hinterm Rücken sagen, du hast recht. Aber ich kann nicht so. Hier gibt es ja so eine kleine Landzeitung, da gibt es einen Chefredakteur, der uns dann niederschreibt. Und da sage ich, also da müsst ihr euch doch keine Sorgen machen, diese Zeitung liest doch sowieso keiner mehr. Ja, lassen Sie mich darauf zu sprechen kommen. Es gibt ja nun einen sogenannten Querbeauftragten, das ist der Sven Lehmann. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfamilienministerium, erster Querbeauftragter der Bundesregierung. Im Interview erklärt er, das bestätigt, was Sie sagen, wie er die Rechte von queeren Menschen stärken will, was er unter modernen Familienbegriff versteht und warum schon in Kitas und Schulen Vielfalt als Selbstverständlichkeit verstanden werden soll. Und liebe Zuschauer, mir geht es so, ich bin ein Leben lang mit Menschen anderer Herkunft aufgewachsen, ich habe in verschiedenen Ländern dieser Welt gearbeitet. Mir ist es völlig wurscht, ich habe einen Freund, Heinz, ich grüße dich, der ist mit einem anderen Mann verheiratet. Wir haben bei uns Zuschauerinnen, die haben wir schon selber besucht mit unserer Redaktion, die leben mit einer anderen Frau zusammen, sind verheiratet, überhaupt nicht das Thema. Was mich persönlich stört, ist diese ständige Infiltration, dass ich alles anerkennen muss. Ich muss alles täglich anerkennen. Es darf keine Macht der Mehrheit geben, aber es darf auch keine Macht der Minderheit geben. Das heißt also, wenn ich eine Teesorte sehe im Fernsehen und da küssen sich zwei Frauen dabei, da sehe ich, dass ich diese Teesorte, die eine deutsche Teesorte ist, ist egal, wo sie herkommt, aber bei uns in der Werbung, und die knutschen sich da, da sage ich, ihr unterwerft euch diesen Zwängen. Wenn ich Vorabend sehe, Tatort, dann ist ja kein Tatort mehr entpolitisiert. Es sind ja alles politische Sendungen. Und in aller Regel auch diese Vorabendserien, diese Krimiserien, es ist in aller Regel der böse Deutsche, der hier zu Übergriffen neigt. Es ist auch so, der Opfer in Hanau muss gedacht werden. Es ist ein völlig richtiges Momentum. Aber wenn in anderen Bereichen etwas geschieht, ist der psychisch gestört, der in Hanau war ein Rechtsextremist. Und das sind Dinge, da müsste jeder aufwachen und sagen, Moment, was geschieht denn hier? Es wird doch dieselben Sachlagen werden von unterschiedlicher Seite betrachtet und geben unterschiedliche Statements ab. Und das ist eine Situation, da sollten wir aufstehen. Und da sollte niemand mehr feige sein. Denn wer heute feige ist, der sieht sich morgen einer Situation gegenüber, wo er gänzlich seine Freiheit und seine Selbstbestimmung verliert. Und das sollte doch niemand mit sich machen lassen. Ja, wie schaut es denn weiter aus im Bundestag? Ja, wir hoffen natürlich, dass wir diese Dinge verhindern können, die auch von der FDP betrieben werden, nämlich dass Familie überall dort ist, wo Liebe ist und im Grunde genommen dann solche von Harem über andere Konstellationen, wo Kinder aufwachsen, plötzlich Familien sein können und die Kinder haben dann zwei Mamas, drei Papas und so weiter. Das ist einfach vielleicht, wenn man dieser Ideologie anhängt, erstmal schön. Die lieben sich doch alle und die Kinder haben mehr Bezugspersonen und so weiter. Aber ich komme nicht umhin, dann immer direkt noch in den nächsten Schritt zu denken. Auch der schönste Traum kann enden, muss nicht, aber kann. Und was passiert dann mit den Kindern, wenn es schon schwierig ist, in einer normalen Ehe, in einer normalen Partnerschaft zu entscheiden, wie sieht die Kindessorge aus, wer kümmert sich wann wie um die Kinder, wie schlimm und grässlich und grauenvoll muss das für den Nachwuchs sein in solchen Konstellationen, wo man sich dann zu viert, zu fünft oder mit noch mehr Personen um den Nachwuchs streitet und jeder bringt dann auch noch einen neuen Partner, eine neue Partnerin oder die Nachttischlampe oder was auch immer ein in neue Beziehung. Entschuldigung, das ist so grotesk, da muss ich lachen.
Aber im Grunde genommen ist das todtraurig, denn das Kindeswohl bleibt dann völlig außer Acht. Also da hoffe ich inständig, dass wir von der AfD vielleicht sogar mit einigen Leuten noch aus der CDU, CSU, die vielleicht noch an konservativen Werten hängen, das verhindern können. Und alles andere, ich wiederhole mich an dieser Stelle, ich weiß es, das ist feige, wenn dagegen nicht, wenn dagegen seine eigene Meinung aus Furcht, man könne in die Fänge oder in die Zange der rot-grünen Presse geraten. Nun muss man ja auch eines sagen, wenn wir uns Familiengerichte anschauen, dort sind ja sicherlich sehr viel Streitigkeiten um das Sorgerecht. Und hier geht es ja in erster Linie um das Kindeswohl. Und Sie haben richtigerweise gesagt, wenn schon mitunter ein Paar hier sich nicht einig ist, dann möchte man mal sehen, wenn hier eine sogenannte Frontenbildung vorhanden ist. Also da sind Dinge im Gange. Frau Höst, an dieser Stelle ist es mir nochmal wichtig, Ihrerseits, ich habe es von mir verkündet, ob jemand schwul ist, lesbisch, ob jemand das spielt, interessiert mir überhaupt nicht. Welche Hautfarbe der hat, welche Religion der hat, der soll es ausleben. Nur, wenn es letztlich so ist, dass hier die Kreise so gezogen werden, dass ich jeden Tag deren Anerkenntnis bestätigen muss und deren Infiltrierung erleben muss, dann wird es mir persönlich zu viel. Also ich persönlich möchte gar nicht wissen, wie jemand liebt oder wen jemand liebt. Das kann doch jeder halten, wie er möchte, solange das unter Erwachsenen und einvernehmlich passiert. Das ist mir völlig wurscht. Ein Mensch ist nicht mehr oder weniger wert, weil er gleichgeschlechtlich liebt, ganz ehrlich. Wir müssen nur immer schauen, was machen wir mit dieser Tatsache. Ich möchte auch nicht gezwungen werden, solchen Konstellationen dann mehr zu huldigen als meinen stinknormalen Nachbarspaar, was heterosexuell zusammenlebt. Also da ist eine Umgewichtung im Gange, die uns allen nicht gut tut. Und an der Stelle möchte ich vielleicht mal meine Gedanken aussprechen, die einer Warnung gleichen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Regenbogenwelt es überziehen könnte, dass manche Menschen sogar fortwährend aggressiver darauf reagieren, wenn man beispielsweise das Fußballstadion in München in Regenbogenfarben anleuchten möchte. Also diese Regenbogenkrieger, so werden sie ja von vielen wahrgenommen, könnten überziehen und dann könnte das Pendel ins Gegenteil sich verkehren. Gott bewahre, das möchte ja niemand. Also ich möchte gerne haben, dass Menschen hier leben können, wie sie das gerne möchten, sofern sie andere, die Freiheiten anderer nicht behindern, ganz ehrlich. Aber ja, also das ist schon sehr aufdringlich und niemand sollte das akzeptieren müssen im Sinne von, wir müssen dem jetzt huldigen. Das sind nicht bessere Paare, nur weil sie Regenbogenfarben sind. Ja, und zum Schluss des Interviews sage ich nur noch eines, ein Penis ist nicht per se ein männliches Sexualorgan. Und da müssen wir den Bundestagsabgeordneten Markus Ganser fragen, wie hat er denn seine beiden Kinder gezeugt? Das ist ja hier eine Frage, die ja durchaus noch diskussionswürdig ist an dieser Stelle. Na, da fällt mir sogar der Vorderzahn raus. Nee, also das ist jetzt hier etwas, nee, der ist fest. Also da machen Sie sich keine Sorgen, liebe Zuschauer, ist alles soweit in Ordnung. Ja, trotz des hohen Alters. Ja, Frau Höst, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Liebe Zuschauer, wir führen diese Interviews mit Nicole Höst im Abstand von 14 Tagen. Sie tun gut, sie zeigen eine Seite auf, die wir eigentlich, sagen wir mal, bis vor 10 Jahren gewohnt waren. Und dieser schleichende Prozess, ich sage mal, das, was wir erleben, ist wie Arthrose, so schleichend. Man merkt es nicht, aber jetzt haben wir doch deutliche Verschleißerscheinungen. Nur eines, die eine Arthrose ist irreversibel, die ist nicht rückgängig zu machen, nur mit Schmerzmitteln. Aber wir haben hier die Möglichkeit, die Situation rückgängig zu machen. Und eine Person, die dazu beiträgt, sind auch Sie, Frau Höst. Ja, das möchte ich gerne weiterhin tun. Vielen Dank für die Blumen. Solange es noch Menschen gibt wie Sie, wie mich, wie viele unserer Zuschauer, die sich daran erinnern, wie wohltuend es ist, im geborgenen Schoß einer Familie groß zu werden, Großeltern, Eltern und Geschwister zu haben, solange ist Deutschland noch nicht verloren. Ja, und wir kämpfen dafür. Und liebe Zuschauer, ich darf mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich für die Unterstützung bedanken. Alles, was wir tun, ist mit Aufwand verbunden. Hier sind Arbeitsplätze, hier ist Equipment, hier wird viel Zeit dafür verwendet. Und es braucht diesen Patriotismus. Ich sage danke für das Interview. Ich bedanke mich bei den Zuschauern fürs Zuschauen und wünsche allen noch einen schönen Nachmittag. Danke, liebe Frau Höst.